Hi mal wieder. Ich bin heute hier beim Snowbike Festival in Gstaad in der Schweiz. Das gibt es seit über 5 Jahren. Ja, und ich freue mich total, hier schöne Abfahrten zu machen. Ich habe mehrere Bikes zur Verfügung gestellt bekommen und möchte auf jeden Fall erstmal einen Tech Talk machen. Und zwar ein paar wichtige Themen, wo es darum geht, welchen Einfluss die Technik auf das Fahren hat. Und ihr wisst, in den letzten Jahren, es gibt immer Innovationen. Ich fange an mit dem Thema dicke Reifen. Ist das ein Trend? Ist das Unsinn? Macht das Sinn? Und ich habe heute 2 Bikes für euch hier, wo ich mal zeigen kann, was sich die Hersteller dabei gedacht haben. Einmal ein Track Farley mit Fatbike-Reifen. Fatbike-Reifen tendieren so von 3,8 bis 4,8 Zoll Breite. Und man fährt bis 0,5, teilweise sogar drunter, Luftdrücke. Hat sich bewährt, kommt aus Alaska, aus dem Norden. Hat sich aber auch über die Jahre in der normalen Bike-Szene verankert. War mal ein totaler Hype vor ein paar Jahren, jetzt ist es weniger. Aber nicht nur hier im Schnee, auch bei uns in Deutschland. Ich selber habe auch eins, ist ein Riesending, was Spaß macht. Trotzdem ist natürlich die Frage, macht das technisch Sinn? Wenn man jetzt da angeht, soll die Federung, viele fahren zum Beispiel Fatbikes ohne Federung, soll die durch die Reifen ersetzt werden, dann kann man sagen, das macht keinen Sinn, weil die Reifen haben ja keine Dämpfung im Gegensatz zur Federung. Ich möchte euch jetzt hier zum Vergleich ein Plus-Reifen-Bike zeigen. Und zwar seht ihr hier, das kam dann mal über die Jahre als Kompromiss zu sagen, die Vorteile, die dicke Reifen haben, also mehr Fahrkomfort, gerade für Anfänger, mehr Sicherheit, gutes Volumen, eigenes Federverhalten, kombiniert ohne die Nachteile, die Fatbike-Reifen haben, weil die sind nämlich so fett, dass sie so eine Eigensteuerung haben. Das nennt sich Self-Steering. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Das haben halt die Plus-Reifen nicht. Und das soll so das Optimum zwischen den zwei Welten sein. Normale Mountainbike-Reifen und Fatbike-Reifen. Dazwischen sind die Plus-Reifen. Das hat sich auch gerade im E-Mountainbike-Bereich bewährt. Und ich möchte euch ein paar Sachen zu den Vor- und Nachteilen erzählen. Ihr wisst natürlich, ich bin kein absoluter wissenschaftlicher und ausgebildeter Mechaniker, der sich bei technischen Themen extrem gut auskennt. Ich habe meine Erfahrung, ich habe ein allgemeines Wissen. Ich möchte jetzt aber von euch mal, weil ich weiß, bei euch gibt es sicher ein paar Experten, die sich richtig gut auskennen, mal wissen, was haltet ihr von den dickeren Reifen, weil vielleicht seid ihr schon länger dabei und habt das mal verfolgt. Wie kam das mit den Trends, dicke Reifen, dann wieder ein bisschen zurückgeschwenkt? Was sind eure Erfahrungen, eure Meinungen? Schreibt das doch mal unter das Video in die Kommentare. Ich wollte zum Thema Plusreifen noch ein paar Ausführungen geben, weil viele von euch haben vielleicht schon mal die Situation gehabt, eure Partnerin oder euer Partner oder vielleicht einfach Kollegen, die ihr kennt, kommen jetzt auch neu zum Biken, sind Anfänger. Ihr seid schon länger dabei und ihr habt gemerkt, für Anfänger, die ins Gelände fahren, ist so ein Plus an Sicherheit und Komfort auf jeden Fall eine gute Sache. Und wenn ihr die erstmal auf einem Bike mit Plusreifen setzt, kann man echt sagen, also aus meiner Erfahrung, dass sich viele deutlich wohler fühlen. Du kannst geringeren Luftdruck fahren und hast dann einfach mehr, ja, beim Überrollen von Hindernissen, Wurzeln, fühlst du dich einfach sicherer. Jetzt kommt der Punkt, wenn man selber aber schon erfahrener ist und vielleicht ein bisschen aggressiver fährt, viele, ja, Racer oder Leute, die einfach einen schnelleren Fahrstil haben, fühlen sich auf diesen dickeren Reifen so ein bisschen wobbelig. Um das jetzt mal so ganz salopp zu sagen. Das heißt, die fahren hart in eine Anliegerkurve rein, die Reifen walken so ein bisschen. Selbst bei Plusreifen ist das der Fall. Deswegen gibt es viele fortgeschrittene Fahrer, die sagen, mag ich gar nicht so. Jetzt gibt es aber wieder den Punkt, manche gute Fahrer schnappen sich auch ein Fatbike und merken, das ist einfach eine mega Gaudi. Jetzt seht ihr, diese dicken Reifen, die sind gerade auf harten Schneeuntergründen mit wenig Luftdruck. Das macht ultra Sinn. Es gibt von allen Firmen mittlerweile gute Modelle an Reifen, wo man eine Auswahl hat. Es ist natürlich immer noch eine Nische. Man kann auch mit Spikes fahren, ist jetzt hier nicht dran, wenn man in der Region wohnt, wo auch die oft vereist, die harten Wege. Total unwissenschaftlich kann man sagen, diese fetten Reifen, die man mit so wenig Luftdruck fahren, die machen einfach nur mega Spaß. Man kann das nicht empirisch über Studien sagen, das sind die wissenschaftlichen Vorteile. Es ist einfach ein spaßiges Fahrgefühl wie ein Traktor mit Federgaben wie hier der RockShox Bluto. Ist natürlich auch noch trailtauglicher, wenn man richtig hartes Gelände fährt, weil Fatbikes, die starr sind oder nur Hardtail, die sind natürlich auch begrenzt. Das sind immer noch ungefederte Räder. Ja, und dann werdet ihr merken, probieren geht über Studieren. Wie gesagt,
eure Erfahrungen könnt ihr mal posten. Hier beim Snowbike Festival ist es einfach so, ein Schneerennen hat viele Teilnehmer, die Fatbike-Reifen fahren. Und die gibt es mittlerweile auch in vielen alpinen Regionen im Verleih. Selbst bei uns in Willingen, wo ich lebe. Ich kann euch empfehlen, probiert das auf jeden Fall mal aus. Liebe Leute, das waren ein paar Meinungen zu fetten Reifen, Sinn oder Unsinn, von mir. Und ich möchte gerne eure Meinung hören. Was habt ihr da bisher für Erfahrungen gemacht? Es kommen noch mehr Tech Talks und ich freue mich, wenn ihr mir ein paar Themenvorschläge macht, die euch interessieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde jetzt noch ein bisschen auf dem Snowbike Festival hier die Gegend unsicher machen.